bin nämlich für heute und morgen mit Annika und Vanessa in Wien. Ich habe wirklich das beste Curry ever gegessen. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind gerade in Wien angekommen. Ich bin nämlich für heute und morgen mit Annika und Vanessa in Wien. Ja, und wir sind gerade erstmal zu der Wohnung von Annikas Bruder gelaufen, weil wir da heute übernachten können. Richtig lieb, dann sparen wir uns einfach noch die Übernachtungskosten. Und ja, wir sind mit dem Flixbus hergefahren. Also für alle, die aus Passau kommen, mit dem Flixbus ist man da wirklich super günstig unterwegs. Also für Hin- und Rückreise haben wir jetzt 30 Euro gezahlt. Und genau. Wir machen uns jetzt erstmal kurz ready, warten noch kurz auf Vanessa, weil die ist schon in Wien seit vorgestern. Und dann gehen wir in die Stadt und wollen ein bisschen shoppen gehen und abends gehen wir dann essen und feiern. Wir freuen uns so, also wir haben auch bestes Wetter, scheint einfach die Sonne und keine Wolke ist am Himmel, wir haben so Glück. Und genau, ich hoffe, ihr wollt uns beim Vlog begleiten und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Jetzt. Wow! Shopping time! Woohoo! Let's go! Okay, wir müssen da lang. Dun, 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 dun. Jetzt ist Sommer. Outfit of the day. Heute sind wir hier mit Vanessa und Lorin. Ja, okay. 3, 2, 1, los! Nochmal. Okay. Nochmal. 3, 2, 1. Jo! Vor allem mit den Haaren noch da. Gerade im Starbucks. Unsere Shopping-Tour haben wir beendet. Wollt ihr auch mal Hallo sagen? Ah, oh, hi. Ja, auf jeden Fall haben sich Vanessa und ich ein Frappuccino geholt. Und jetzt chillen wir hier noch ein bisschen und dann gehen wir wahrscheinlich heim, machen uns fertig und dann wollen wir noch was essen gehen. Genau, wohin wissen wir noch nicht, oder? Nee. Und dann gehen wir feiern. Ja, ich habe auch zwei Sachen gefunden. Kann ich euch später auch mal zeigen. Richtig cool. Wir haben am Anfang einfach gar nichts gefunden und waren schon ein bisschen deprimiert, aber ja. Wir sind jetzt Mittagessen. Wir sind im Neni am Naschmarkt und ich habe einen Curry genommen. Vanessa hat eine Süßkartoffel. Die sieht man da. Ja, wirklich so unter dem ganzen Berg. Und was hast du nochmal? Hummus-Teller. Ah, Hummus-Teller. Ja. Ja, genau. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Heute ist Sonntag, wir waren im Neni essen, das war so lecker. Ich habe wirklich das beste Curry ever gegessen, also falls ihr mal in Wien seid. Oder das gibt es auch in München oder Berlin, ja genau, Paris, Mallorca auch. Dann probiert es unbedingt mal aus. Und ja, jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Stadt, machen ein paar Bilder und wollen dann noch ein süßes Café suchen. Eigentlich wollten wir auch ins Rathaus gehen, weil da gibt es so einen richtig coolen Aufzug, aber der hat heute leider zu. Genau, deswegen nutzen wir jetzt einfach so noch ein bisschen die Zeit.
schon der nächste Tag. Wie man sieht, bin ich wieder zu Hause. Ich habe mir erstmal einen Tee gemacht, einen Erkältungstee, weil gestern, ich habe schon ein bisschen gemerkt, so irgendwie, es ist, ich spüre so ein bisschen so ein Halskratzen, aber wir waren ja von Samstag auf Sonntag feiern und wir haben das so laut mitgesungen, dass wir halt alle so ein bisschen, ja, Halsschmerzen hatten und dann dachte ich schon so, okay, ich werde bestimmt heiser und am Sonntag war es halt relativ kalt und ich habe keinen Schal mitgenommen, weil wir wollten halt so wenig Gepäck wie möglich mitnehmen. Und Samstag hat so voll die Sonne geschienen. Und dann dachte ich mir so, ja, Sonntag wird schon auch nicht so kalt sein. Aber es war so arschkalt. Wir haben wirklich so krass gefroren. Haben uns dann erstmal für 2-3 Stunden in einen Café gesetzt, dass wir uns wieder aufwärmen können. Das war echt unnormal. Und ja, heute bin ich so ein bisschen aufgewacht und mein Hals hat halt so ein bisschen wehgetan. Und ja, ich fühle mich einfach nicht zu 100% fit, aber ich hoffe, ich kriege jetzt noch die Kurve. Mache einfach langsam, trinke meinen Erkältungstee. Die Zeit war auf jeden Fall mega, mega schön. Also eine Reise nach Wien ist immer toll. Ich finde die Stadt einfach so schön. Ich habe mich wieder aufs Neue verliebt und ich finde, egal wo man hinschaut, es schaut einfach alles so schön aus. Und ja, ich finde, es ist richtig selten für eine Großstadt, dass alles so ästhetisch ausschaut und ich fand es einfach mega, mega schön. Und die zwei Restaurants, die ich euch auch gezeigt habe, waren auch mega gut. Also große, große Empfehlung, dass ihr das mal ausprobiert. Und ja, ich habe auch 3 Sachen gekauft. Ich dachte, ich zeige euch die noch kurz. Also ich habe 2 Klamottenteile gekauft und ein Mäppchen. Ich habe schon ewig nach einem Mäppchen gesucht, weil ich wirklich keins hatte. Ich habe meine Stifte immer so in meinen Rucksack reingeschmissen. Und genau, jetzt habe ich das hier gekauft. Das habe ich von HEMA. Ist ja, in so einem Braunton und hat so goldene Reißverschlüsse. Finde ich richtig schön. Ich habe sogar schon hier meine Stifte reingetan. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Habe ich gebraucht und hat nur 6 Euro gekostet. Und dann habe ich noch 2 Klamottenteile gekauft. Und wir waren ja am Samstag shoppen. Und wir waren schon ein bisschen deprimiert, weil ich meine, jetzt denken sich viele so, ihr geht nach Wien und geht dann shoppen. So toll. Aber das Ding ist, wir alle 3 waren halt schon mal in Wien und haben da die ganzen Touri-Sachen gemacht. Und hier in Passau haben wir halt fast keine Läden. Also wir haben hier ein H&M und ein Mango. Und das war es eigentlich. Und in Wien gibt es ja dann so Zara und Monki und Urban Outfitters. Und da waren wir dann in allen Läden, haben aber nichts gefunden. Das war echt wie verhext. Also irgendwie hat uns so nichts richtig angesprochen. Und dann sind wir am Ende noch in Brandy Melville gegangen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich Brandy Melville eigentlich echt blöd finde, weil ich das nicht verstehe, warum die immer nur eine Größe haben. Die vermitteln ein ganz falsches Body-Image und ich weiß noch, wie ich so als Teenager da drin war und ich mir dachte so, ich passe in nichts rein und ich fand das richtig schlimm, weil ich finde die Sachen so schön. Ich finde es wirklich toll, wenn die mal ein bisschen das ändern würden. Genau, ich habe 2 Oberteile tatsächlich gefunden und die finde ich richtig, richtig süß. Ich habe das eine auch zum Feiern angehabt und zwar schaut es so aus. Schaut jetzt ziemlich durchsichtig aus. Aber ich, also angezogen schaut es wirklich toll aus. Genau, da muss man auch kein BH oder so anziehen. Also ist echt richtig bequem einfach. Und das fand ich so süß. Hinten ist es so ganz durchsichtig. Und vorne schaut es eben so aus. Und oben kann man 2 Schleifen binden. Und ich finde das richtig süß. Also ich habe das dann auch abends gleich zum Feiern angezogen und habe mich so wohl da drin gefühlt. Ja, genau. Das habe ich einmal mitgenommen. Und dann bei den Pullis, das ist ja eine Größe, aber die sind auf jeden Fall oversized. Und da habe ich diesen Pulli, schaut jetzt echt riesig aus, ja, den hier gefunden. Ich fand den so schön, weil ich war schon länger auf der Suche nach so einem dunklen Basic Pulli, weil ich habe einen in Berlin auf dem Flohmarkt gekauft und ich ziehe den so oft an. Ich ziehe den auch immer zum Feiern an, davor, wenn wir in eine Bar gehen oder so, weil das einfach so bequem ist. Und ich wollte gern noch einen zweiten haben, dass ich mal ein bisschen abwechseln kann. Und ich weiß, dass ich den ganz, ganz oft anziehen werde. Der ist so basic und, ach, keine Ahnung, finde ich richtig toll. Und das Oberteil hat 27 Euro gekostet und der Pulli 35. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gefilmt habe. Es war, ist auch einfach richtig schwer, in 2 Tagen so viel zu filmen, vor allem wenn wir feiern waren und so. Aber ich hoffe, euch hat trotzdem der Einblick gefallen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, ist jetzt eure Chance, das zu tun. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Und ja, ansonsten würde ich jetzt auch den Vlog hier beenden. Danke an jeden, der bis hierher geschaut hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann würde ich schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!
nothing can break me, no, no, nothing can break me.